Das Traumschiff gehört zu den beliebtesten deutschen TV-Serien überhaupt und begeistert die Zuschauer schon seit Jahrzehnten. 1981 lief die erste Folge und das Traumschiff stach erstmals in See. Damals ging es auf die Bahamas. Mittlerweile hat der Dampfer schon die ganze Welt bereist. Auch die Crew darf auf dem Kreuzfahrtschiff natürlich nicht fehlen. Leider sind einige Stars der ersten Stunde bereits verstorben. Heide Keller war als Chefhostess Beatrice von Ledebur die gute Seele des Traumschiffs und seit der ersten Folge mit dabei. Für Fans war die Serie ohne sie undenkbar. 2018 nahm die Schauspielerin dann aber nach 80 Folgen Abschied vom Traumschiff und hinterließ dabei eine große Lücke. Ihren Platz nimmt seither Barbara Wussow als Hanna Liebhold ein. Am 27. August 2021 starb Heide Keller ganz überraschend. Sie wurde 81 Jahre alt. Siegfried Rauch ist Traumschiff-Fans sicherlich noch als Kapitän Jakob Paulsen in Erinnerung. Er ging in Folge 34 an Bord und steuerte das Schiff an die schönsten Orte. 2013 nahm auch er Abschied vom Kreuzfahrtschiff und gab die Kapitänsrolle nach Folge 70 an Sascha Hehn alias Viktor Burger ab. Am 11. März 2018 starb Siegfried Rauch an Herzversagen. Er wurde 85 Jahre alt. Günther König war der allererste Kapitän des Traumschiffs und stach 1981 erstmals als Jens Braske in See. Nach 6 Folgen ging er 1982 wieder von Bord. Am 4. Juni 1998 starb König mit 71 Jahren in Hamburg. Holger Hagen stand als Schiffsarzt Dr. Jensen für die ersten 3 Traumschiff-Folgen vor der Kamera. Für ihn ging es damals auf die Bahamas, nach Barbados und auf die Jungferninseln. Sein Nachfolger als Schiffsarzt wurde 1983 Horst Naumann als Dr. Horst Schröder. Holger Hagen verstarb mit 81 Jahren am 16. November 1996 in München. An Heinz Weiß können sich treue Traumschiff-Fans bestimmt auch noch erinnern. Er übernahm 1983 nach Günther König die Rolle des Kapitäns. Als Heinz Hansen schipperte er über die Weltmeere, bis er schließlich 1999 von Bord ging und Siegfried Rauch das Steuer überließ. Am 20. November 2010 starb Heinz Weiß in Grünwald. Er wurde 89 Jahre alt. Wolfgang Rademann war zwar nicht als Schauspieler auf dem Traumschiff tätig, doch ohne ihn würde es die beliebte Serie gar nicht geben. Aus seiner Feder stammt nämlich die Idee. Als Produzent war er bis zu seinem Tod für die Serie tätig. Am 31. Januar 2016 starb Wolfgang Rademann in Berlin, im Alter von 81 Jahren. Bis heute dürfen sich Zuschauer über neue Folgen von Das Traumschiff freuen. Mittlerweile steht Florian Silbereisen als Kapitän vor der Kamera. Doch die ehemaligen Darstellerinnen werden den Fans immer in Erinnerung bleiben.